Der Mond ist dieser Tage so nah an der Erde wie seit mehreren Jahrzehnten nicht. In der Nacht auf Montag war er auch in der spanischen Stadt Guadalajara gut zu sehen. Das Phänomen entsteht, weil der Mond nicht gleichmäßig um die Erde kreist, sondern die Umlaufbahn elliptisch ist. Wenn er als Vollmond besonders nah an der Erde vorbeizieht, sprechen die Astronomen von einem Supermond. Er erscheint dann um bis zu 14% größer und 30% heller als sonst. Besonders nah wird der Mond am Montagvormittag sein. Dann kommt er auf etwa 350.000 Kilometer an die Erde heran, also etwa 35.000 Kilometer näher als sonst. Das Phänomen ist ziemlich selten. Nur jeder 14. Vollmond ist ein Supermond, so die Wissenschaftler.